Zlatan Ibrahimovic hat schon vorher Nein zur Nationalelf gesagt und hat seine Meinung nicht geändert, erklärte Lars Richt, der Chef der schwedischen Nationalmannschaft. Punkt. 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 Ich habe am letzten Dienstag mit Zlatan gesprochen und er hat es sich nicht anders überlegt. Es ist noch immer ein Nein. Richt ergänzte, das bedeutet, dass Zlatan Ibrahimovic aus denselben Gründen wie bei den letzten Zusammenkünften des Nationalteams nicht für das WM-Aufgebot berücksichtigt wird, das Trainer Janne Andersson am 15. Punkt, 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 Mai bekannt geben wird. Video Ibrahimovic exklusiv: Die FIFA kann mich nicht aufhalten. Die Gerüchte um ein Comeback hatte der schwedische Rekordtorschütze selbst mehrfach geschürt und etwa erklärt, eine WM ohne mich wäre keine WM, Ibrahimovic. Punkt, 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 Punkt. Der nach Schwedens Vorrunden aus bei der EM 2016 und 116 Länderspielen aus dem Nationalteam 62 Treffer zurückgetreten war, präsentiert sich seit dem Wechsel in die Major League Soccer zu Los Angeles Galaxy in guter Form. Punkt, 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 Punkt. Allerdings qualifizierte sich Schweden auch ihn für die WM-Endrunde. Neben Weltmeister Deutschland trifft Schweden in der Gruppenphase auch auf Südkorea und Mexiko. Punkt. Video exklusiv: Zlatan in der MLS. Wenn ich hier gewinne, habe ich alles gewonnen. Punkt. 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 Punkt.